Liebe Kameradinnen und Kameraden, liebe Volksgenossen, nach mehr als 20 Jahren steht unser Volk wieder einmal an einem Punkt, wo sich das Schicksal unseres Volkes und die Zukunft eines jeden von uns entscheiden wird. Wieder einmal werden wir Zeugen eines maroden Systems, das dabei ist, seinem eigenen Untergang entgegenzugehen. Und wieder einmal können die Zeichen nicht deutlicher sein für einen Umbruch und für die Notwendigkeit dieser Revolution, die sich unser Volk bzw. die nationale Bewegung so heiß ersehnt. Als unsere Eltern damals in den Tagen des Jahres 1989 auf deutschen Straßen demonstrierten, da demonstrierten sie in erster Linie für Freiheit und Einigkeit unseres Volkes. Sie gingen damals auf die Straßen, weil sie erkannten, dass das damalige SED-Regime ihnen keine Zukunft mehr bieten konnte. So riskierten sie ihr bisschen Freiheit, was man damals in der DDR als Freiheit bezeichnen konnte, um nicht länger Knecht sein zu müssen in dem damaligen demokratischen System der DDR. Nun, als man dachte, es vollbracht zu haben, und man dachte, die gewünschte Wende würde eingetroffen sein, lagen sich nun Ost und West gemeinsam in den Armen. Man ergoss sich in Massenfreude und Hysterie. Man freute sich über die lange nicht gesehenen Verwandten von drüben. Man war sich sicher, nun die damaligen Zustände überstanden zu haben und feiert nun heute noch immer den Tag der deutschen Einheit als jenen Feiertag, wo unser Volk eine angebliche friedliche Revolution feiern kann. Es wurde heute schon erwähnt, dass der damalige schnöde Bundeskanzler Helmut Kohl unserem Volk blühende Landschaften und Wohlstand verhieß. Viele der Menschen in unserem Land, gerade wo wir im Jahre 2011 angelangt sind, fragen sich mittlerweile, wo sind denn eigentlich diese blühenden Landschaften? Ich sage euch, Kameradinnen und Kameraden, ich kann die blühenden Landschaften sehen. Ich sehe sie heute dort, wo einst Häuser standen, in denen Familien lebten und Kinder groß geworden sind. Ich kann sie jeden Tag in meiner Stadt sehen, wo einst Plätze standen, wo Kinder spielten und diese mit Kinderlachen erfüllten. Ich sehe sie dort, wo unsere Mütter und Väter früher in den Fabriken gearbeitet haben, um ihren Kindern, uns, ihrer Familie, Brot und Unterkunft gewährleisten zu können. Gehen wir heute durch die Straßen unserer Stadt, so erblicken wir rechts und links verlassene Neubauschluchten, Ruinen, die den Wegesrand zieren und vor sich hin vegetieren. Die Zeiten des Kinderreichtums und der drei Kinderfamilien scheinen in Anbetracht dieser Tatsachen längst der Vergangenheit anzugehören. Wenn wir einen Ausflug in die Vergangenheit machen und uns vorstellen, dass die Menschen damals die Menschen dieses Landes damals 1989 auf die Straße gegangen sind für Freiheit, Frieden, Wohlstand und Einigkeit unseres Volkes, und man heute uns erzählt, dass diese friedliche Revolution vollzogen wäre, so stellt sich für uns junge Kindergeneration die Frage, wo bitteschön ist diese heiß ersehnte Wende zu erblicken? Während man vor etwa 20 Jahren noch vor den Ständen
für Bananen oder anderen exotischen Früchten anstand, stehen heute ganze Schlangen vor den Arbeitsagenturen. Wo damals unliebsame Bürger als Systemgegner verfolgt und verleugnet wurden, werden heute noch immer selbige bespitzelt. Und jeder von uns, der hier solche Veranstaltungen besucht oder nur es wagt, zu denken, muss Gefahr laufen, seinen Arbeitsplatz zu riskieren. Die Nutznießer und Stasi-Beamten der damaligen DDR sind noch heute immer noch in diesem System zu erblicken. Ganz gleich, wo wir hinschauen mögen. Ob in den Landtagen, in den Parteien oder in der Polizei. Stets erblicken wir dieselben Kreaturen, die bereits schon Bekanntschaft mit unseren Eltern gemacht haben. Nein, wir sagen, dass dieses System keine Änderung erfahren hat. Es nannte sich damals demokratisch. Dieses System heute nennt sich auch demokratisch. Und ich sage es ganz offen aus, es ist auch demokratisch. Überall, ganz gleich, wo wir hinschauen mögen, werden die freien Völker dieser Erde mit den schönen Wort der Demokratie betäubt. Man erzählt ihnen, Demokratie bedeutet Volksherrschaft. Aber bitteschön, blicken wir in die Geschichte zurück. Die real existierende Demokratie, ganz gleich ob heute, gestern oder vorgestern, war niemals eine Volksherrschaft. Demokratie, zumindest die real existierende, kann keine Volksherrschaft bedeuten. Die Strippenzieher und Global Player haben damit ihre Religion entdeckt, die heiß ersehnte Demokratie. Und ihr Gott ist der Kapitalismus, der die Völker ausbeuten und ausbluten lässt. Ganz gleich, wo wir hinschauen mögen, alle Staaten, die sich als demokratisch bezeichnet haben, sind an sich selbst zerbrochen, ganze Hochkulturen untergegangen. An Dekadenz, Kulturzerfall und Kinderlosigkeit dem Volksdruck entgegengegangen. Das Gleiche, sage ich euch, passiert auch gerade mit unserem Volk. Die Volksrepublik Deutschland ähnelt einem Konzentrationslager, in denen Kinder an Wertlosigkeit verkommen und noch im Mutterleib zerstückelt werden. Der Mutterleib ist zum Schlachtfeld der Demokratie geworden. Hier gibt es statt Heimat nur noch einen Standort. Statt Familienfesten sind Schwule und Lesbenparaden in der Tagesordnung. Und anstatt eine saubere Kinderpolitik zu betreiben, wirft man unser Geld im Kampf gegen rechts raus oder schenkt es gleich den Griechen hinterher. Nun sind wir allerdings an einem Punkt angelangt, wo das derzeitige System dank der Maßlosigkeit und auch der Unfähigkeit seiner eigenen Schöpfer zugrunde gehen wird. Ökonomen dieses Landes haben bereits schon vor Jahren vorhergesagt, wenn die USA fallen in dieser globalisierten Welt, dann wird auch die Weltwirtschaft fallen und damit auch das Bürokratiemonster EU. Und mit der EU, das sollte klar sein, wird auch die BRD den Löffel abgeben müssen. Dies ist unbestreitbar. Es stellt sich für uns schon lange nicht mehr die Frage, ob die BRD untergehen wird. Es sollte sich für uns die Frage stellen, wann dieses Szenario endlich eintrifft. Die BRD wird untergehen. Und danach liegt es an uns Volksdeutschen, einen neuen Staat aufzurichten. Wir als Volk haben es doch in der Hand. Die Völker Europas bekommen eine neue Chance, eine tatsächliche Wende einzuführen. Doch jeder von uns muss verstehen,
dass auch wir, jeder Einzelne, noch viel an uns zu arbeiten haben. Wenn wir Volksdeutsche, ihr Menschen da draußen, mit Überzeugung kommen wollen, dann reicht es nicht, nur von Volksgemeinschaft zu sprechen. Dann reicht es nicht, ein paar Aufnäher auf der Jacke zu tragen. Dann muss unsere deutsche Weltanschauung endlich gelebte Weltanschauung werden. Und tut mir leid, wenn ich das so sagen muss. Wenn ich in die eigenen Reihen hineinschaue, da habe ich das Gefühl, dass viele von uns bereits dem Unrat des Besatzerregimes zum Opfer geworden sind. Das Grundlegende, was diesem System fehlt, und deshalb wird es auch untergehen, das ist die fundamentale Gemeinschaft, die auf einer einheitlichen Weltanschauung aufgerichtet ist. Die Demokraten haben keine einheitliche Weltanschauung. Sie sind nichts weiter als religiöse Antifa-Fanatisten und deutschfeindliche Irre. Die Plutokraten haben keine Weltanschauung, die auf Naturgesetze beruht. Wir hingegen haben unsere deutsche Weltanschauung. Doch es gilt, diese Weltanschauung auch zu leben und daraus das zu machen, was sie eigentlich ist. Eine Lebensanschauung, eine Lebenshaltung. Sie soll das werden, was sie ist. Die Natur, die gelebte Natur, der reine, einzigartige und schöne Nationalismus, der die Vielfalt der Völker bewahren möchte. Wenn die Menschen in uns wirklich einen Abklatsch dieser Gesellschaft erblicken, dann brauchen wir auch nicht von ihnen erwarten, dass sie uns ihr Gehör schenken. Wenn sie hingegen, und ich glaube, dass viel Potenzial in uns steckt, wenn wir nur an uns selbst glauben und endlich mal die Augen öffnen, dass wir eine Gemeinschaft aufbauen können mit einer einheitlichen Weltanschauung, die auch Schutz als Festung, Schutz für unser Volk gebieten kann, dann werden diese Menschen das erleben und fühlen können, was auch uns auf die Straße treiben sollte. Es ist der Glaube an ein neues Deutschland, in dem der Gemeinnutz vor dem Eigennutz steht. Ein Deutschland, das so reich an Kindern ist und das von einem Staat regiert wird, in dem die Interessen unseres Volkes im Mittelpunkt stehen und nicht die einiger weniger Reicher. Es ist ein Deutschland, das den grundlegenden Gegensatz zu diesem System ausmacht. Wir müssen uns im Klaren darüber werden, dass wenn das System fallen wird, es nicht kampflos untergehen wird. Wir können heute bereits erkennen, dass immer schärfere Gesetze gegen uns Nationalisten eingeführt werden. Und ich sage euch, da bin ich mir sicher, es werden noch viel, viel härtere Zeiten kommen. Dies ist auch ein Zeichen für uns, Kameraden. Es ist ein Beweis, dass wir zumindest ansatzweise auf dem richtigen Weg sind. Sonst würden sie uns nicht zeigen, wie wichtig wir sind. Ein großer deutscher Dichter hat einmal gesagt, mit jedem Stein, den man dir in den Weg legt, kannst du bauen. Ich denke, wir sollten uns genau diesen Leitspruch auf die Fahne schreiben. Denn mit jedem Hindernis, das sie uns in den Weg legen, werden wir uns unsere weltanschauliche Festung aufbauen können. Wir müssen nur daran glauben und Einsatz zeigen. Um sich gegen den übermächtigen Herrschaftsapparat zu rüsten, müssen wir einen Staat im Staate bilden. Meinetwegen eine Parallelgesellschaft, die unabhängig von den derzeitigen Zuständen ist und seine eigenen Lebensgesetze hat. Das System ist am Ende. Doch wollen wir diese Wende sein, dürfen wir nicht vergessen, dass jeder Einzelne dazu beitragen muss. Das sollte möglichst nicht erst in den Tagen des Umbruchs geschehen, sondern kann nicht früh genug passieren.
Bildet in euren Regionen Aktionsgruppen. Organisiert euch. Zieht die Jugend eurer Stadt heran. Schult sie und rüstet sie geistig wie körperlich für den Freiheitskampf unseres Volkes. Vernetzt euch mit anderen Gruppen und Organisationen. Werdet ein Teil des Widerstandes gegen den Kapitalismus und gegen den religiös-demokratischen Fanatismus und kämpft für die Freiheit unseres Volkes.